das ein Panorama für einen Zeltplatz. Und damit guten Morgen zum dritten Tag meiner Alpentour. Ja, ich habe es heute wirklich mal geschafft, innerhalb einer Stunde alles zusammenzupacken. Rekord, absoluter Rekord. Aber gut, ich habe gestern, da ich ja essen war, auch keine Unordnung gemacht. So, heute wird's ernst. Der Brenner wartet. Und der wartet auch nicht lange, sondern kurz hinter Hall kommt Innsbruck und hinterm Innsbruck geht's schon hoch. Ja, ich freue mich drauf und bin wirklich mal gespannt, wie anstrengend das werden wird. Der Campingplatz in Hall war super. Gibt's gar nichts zu meckern. Hat mir nur ein bisschen meine Stromlogistik durcheinander gebracht, denn irgendwie waren alle Steckdosen im Waschhaus abgeschaltet über Nacht. Da konnte ich nichts aufladen. Und auch sonst wie war nirgendwo eine Steckdose da aufzutreiben. Aber gut, Handy ist halb voll und wird dank dem E-Werk von Busch und Müller auch während der Fahrt immer wunderbar gefüllt. Und für die Kameras habe ich 4 Akkus mit. Da muss ich heute Abend halt in, wo geht's heute hin? Sterzing, glaube ich, wird mein Endziel sein. In Sterzing gucken, dass ich da alles wieder aufgeladen bekomme. Ach Leute, ich fasse es nicht. Jetzt kommt, tut sich hier ein Panorama auf hinter dem Campingplatz. Ich zeige das gleich. Wunderbar, geht schon wieder gut los. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich ein Frühstück herkriege, irgendwas zu essen. Denn durch den Feiertag gestern habe ich absolut nichts mehr dabei. Und ein paar Kohlenhydrate sollte ich mir jetzt doch noch reinzimmern für das jetzt bevorstehende. So, Panorama. So, hier ist ein Spar. Bevor ich jetzt hier lange rumsuche und rummache, fahre ich jetzt hier einfach hin und hole mir hier irgendwas zum Frühstücken. Oh, fürs Erste tun es jetzt erstmal 2 Schokocroissants. Also fürs Erste tun es jetzt erstmal 2 Schokocroissants und eine Banane. Und dann gucke ich gleich mal, wo ich noch eine richtige Bäckerei finde, wo es was richtig Gutes gibt. Wenn man so früh in Innsbruck ist, ist allerdings ein großer Nachteil, dass hier in der Altstadt die ganzen Autos und Zulieferer noch reinfahren können. Aber es ist trotzdem wunderschön. Ohne Autos und bei Sonnenschein wäre es bestimmt noch mal schöner. Der erste schweinische Abschnitt ist schon mal geschafft. Hier oben in Vill gibt es so einen Selbstbedienungsbauernladen. Da hatte ich in dem Video vom Rainer Dornbuck schon gesehen, der sich hier ein schönes Stück Sülze geholt hat. Ja, das wäre jetzt natürlich ein super Mittagessen. Aber ich habe schon geguckt, ist leider nichts da. Salatkopf und Obst und Gemüse. Ja. Das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorstelle. Also geht's weiter. Wo ist der Platz, wo der Teufel seine Kinder kriegt?
wo ist der Platz, wo es zusammenrennt? Wo ist das Feierheben gegen oder Grenzen? Wo ist um die Hitten oder Stuhl, der brennt? Also man kann den Österreichern ja nicht nachsagen, dass sie keinen Humor haben. Oder auf Sommer dünn oder dick, haben einen Reim oder ein Glück. Einmal aus, schenken wir ein, dann so wie oder klein. Sommer Christ, immer Christ, wo der Teufel baut den Mist. Ah, jeder weiß, dass das Gölnen auf der Wiesn. Musst du wissen, kann man sagen, oder brennen aufs Grün. Oder holzen, dann mit Walzen und die Ruhen, wo mit Kugeln und zum Hammer. So kämen Löwe, die Vierer, die Lieren, die die Wahrheit verbieren und was nicht kriegen, muss so hin, dann wird's so. Nachdem es ganz schön hochgegangen ist, ging es hinter St. Peter auch wieder runter, so bestimmt 150 Höhenmeter, was ich sehr schade finde. Naja, jetzt bin ich in Mühlbachel. Ab jetzt geht's dann wirklich nur noch hoch bis zum Brenner und ich finde, man hört es, glaube ich, auch am Rauschen. Mühlbachel ist eine glatte Untertreibung. Worte zum Wetter. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt traurig sein soll, dass es bewölkt ist. Mit Sonne sieht natürlich alles ein bisschen schöner aus. Auf der anderen Seite sind aber so die 13, 14 Grad, die wir gerade haben, fürs Radeln hier berghoch sehr gut geeignet. Da kommt man wenigstens nicht so ins Schwitzen. Ja, wenn es hochgeht ohne Pulli oder Jacke, wenn es runter geht, bei manchen Abfahrten muss man sich dann schon ein Jäckchen überziehen. Aber eigentlich finde ich das ganz okay, so wie es ist. Hauptsache trocken. Ich muss mal Pause machen. Diese Brennergeschichte ist doch anstrengender als gedacht. Und muss ich gleich jetzt auch mal so ein Gel nehmen hier. Schleppe ich jetzt mit mir rum, also wenn ich hier, wo dann, ne? Ja. Schöne Waldstück ist jetzt leider zu Ende. Jetzt geht es bis zum Brenner oben, nur noch über die Bundesstraße. Das ist natürlich nicht so schön mit dem ganzen Auto- und Motorradverkehr. Ich glaube, da hinten kommt schon wieder einer angeflogen. Aber es gibt leider keine Alternative zu der Strecke. Also machen wir es so jetzt. Da kämpfen sie sich hoch. Ja, sieht nicht nach E-Bike aus. Ja, da muss ich jetzt los. Nicht, dass die mich noch überholen. Alles eine Frage der Ehre. Verdammt! Sie haben mich überholt.
Aber so wie die trampeln, haben die auch eine ganz andere Übersetzung. Und natürlich viel weniger Gepäck. Und damit bin ich oben und in Italien. Ja, auf dem Brennerpass. Und das ist hier an Hässlichkeit nicht zu überbieten. Also, ich habe natürlich schon Bilder im Internet gesehen und auf YouTube. Aber dass es wirklich so scheußlich ist, das hätte ich nicht gedacht. Was will man denn hier mit so einem Outlet-Center? Das ist ja furchtbar. Naja, jetzt freue ich mich auf die Abfahrt runter nach Sterzing. Das ist ja eine alte Bahntrasse. Da gleite ich jetzt mal so lang und gönne meinen Beinen eine Erholung. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit, weil sich das lohnt. Denn am Tag scheint. Und kaum bin ich in Bella Italia, scheint die Sonne, blauer Himmel. Aber dann zeigt ein richtiger Italiener, was er kann. Aber dann fängt beim Sternenschein die Serenade. Das ist so herrlich, hier lang zu rollen. Und je weiter es runter geht, desto wärmer wird es. Wunderbar. Jetzt kommt gleich Sterzing. Das gucke ich mir kurz an. Und dann werde ich da auch einen Supermarkt suchen und meine Vorräte für heute Abend auffüllen. Ja, und dann geht's auf den Campingplatz. Ja, ich würde mal sagen, diese Aufforderung oder dieser Hinweis, dass der Radweg hier gesperrt ist, ist ziemlich eindeutig. Gut, bei näherer Betrachtung stellt es sich jetzt nicht als Drama raus. Ich war äußerst erfolgreich und bin schwer beeindruckt vom Angebot hier von so einem Eurospar in Südtirol. Also Wahnsinn. Die ganze, ich sag mal, alpenländische Palette und auch noch alles Italienische, alles am Start. Super. Ein mega Angebot. Schade, dass ich nur so wenig mittragen kann, mitschleppen kann. Sonst wäre ich gerade in so einen richtigen Kaufrausch geraten. Jetzt heißt es nur noch den Campingplatz ausfindig machen. Und da ist er auch schon. Ich kaufe ein M. Ist das nicht schön? Das wird wieder ein super Abend. Vor allen Dingen mit den leckeren Sachen, die ich heute gekauft habe, gerade eben da im Eurospar. Ja, jetzt muss ich mir nur noch hier ein Fleckchen suchen. Ist alles etwas uneben hier, aber das nehme ich gerne in Kauf dafür, dass ich da so eine tolle Sitzgelegenheit habe. So, jetzt wird erstmal lecker gekocht. Fehlen dürfen natürlich nie Nudeln. Dann habe ich dazu gekauft
ein Pesto aus Ricotta, Trüffel und schwarzem Pfeffer. Und dazu gibt es einen Salat, Paprika, Gurke und dann als kleiner Schmankerl Tiroler Speck. Ja, das lässt sich doch angehen. Dazu noch ein Bierchen und dann wird das eine runde Sache. Schlacht ist geschlagen. Ja, wie war der Tag? Ja, Erkenntnis des Tages: Die Auffahrt zum Brenner ist steil und lang. Ich bin doch jetzt echt total fertig und meine Oberschenkel zwiebeln ganz schön. Ich hoffe, morgen hat sich das wieder beruhigt und die Fahrt nach Toblach kann dann ja, normal stattfinden. So, ich werde jetzt noch abwaschen. Danach drehe ich hier vielleicht noch irgendwie zum Auslaufen eine kleine Runde auf dem Platz. Und dann lege ich mich hin und schlafe. Und morgen früh geht's dann weiter. Ja, bis morgen. Tschüss.